Moin Moin, herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Heute möchte ich dir etwas erzählen zu meinem Lernkonzept, zu Am Foto gelernt. Am Foto gelernt geht 2020 in die vierte Runde. Ja, das ist wirklich Wahnsinn, das vierte Jahr Am Foto gelernt. Als ich damit angefangen habe, hätte ich niemals gedacht, dass wir das im vierten Jahr auch noch machen würden. Aber es ist bei euch gut angekommen. Wir sind stetig von Jahr zu Jahr mehr geworden, die gemeinsam mit mir lernen wollen zu fotografieren. Und das hat mich dazu bewogen zu sagen, natürlich gibt es das 2020 auch wieder. Am Foto gelernt, was ist das überhaupt? Wenn du mehr dazu wissen möchtest, folge unbedingt dem Link in der Infocard beziehungsweise unter diesem Video. Da findest du schriftlich nochmal aufgeführt alles das, was dich erwartet. So eine kurze Zusammenfassung und vor allem dann eine komplette Folge von Am Foto gelernt aus der Vergangenheit, die bekommst du direkt nach dem Intro. Ja, Am Foto gelernt, was ist das überhaupt? Am Foto gelernt ist ein Lernkonzept, was eine ganze Reihe von euch da draußen mit mir monatlich macht. Das heißt, es gibt monatlich von mir einen visuellen Input in Form eines Bildes. Das bekommen die, die die Light-Variante buchen, ganz normal mit den Begleitunterlagen, also mit der E-Mail. Die normale Variante gebucht haben, bekommen das ausbelichtet auf Fotopapier zugeschickt. Und die, die normale Variante gebucht haben, haben in der Regel auch einen Lernordner. Oder wenn sie jetzt neu einsteigen, haben sie einen Lernordner, wo sie dann monatlich das Foto abheften, zusammen mit dem Begleitmaterial. Das Begleitmaterial besteht immer aus einem PDF, was ihr selber ausdrucken könnt. In der Regel gibt es da vorne ein Foto, dann gibt es hier ein bisschen technische Daten zum Foto, also das Histogramm und die technischen Daten für die Technik-Freaks unter euch. Und dann gibt es immer einen Text, der ist meistens eher zwei Seiten lang als eine, wo so Allgemeines zum Thema draufsteht. Also in diesem Fall wäre das etwas zum Thema Panoramafotografie. Und wahrscheinlich, lass mich kurz überlegen, das ist jetzt November 2017, das ist also ein Moment her. Das ist die Folge, die du gleich siehst und hörst. Und zum Thema Minimalismus. Und das bekommst du standardmäßig jeden Monat zugeschickt. Das Foto ist 20x30, also etwa A4 groß. Und das kannst du dir abheften, und wenn du die Light-Variante hast, dann siehst du es eben auf dem Monitor und bekommst dann einen Audiocast von mir. Das heißt, eine Audiospur, so irgendwas im Bereich von, ich sag mal, 10 Minuten, das ist aber wirklich das Kürzeste, was wir, glaube ich, jemals aufgenommen haben, bis so gute 20 Minuten. Da erzähle ich dir, wie ist das Bild entstanden, warum habe ich das gemacht, was sind meine Erfahrungen mit diesem Foto, was wäre das, was du auf deine Bilder übertragen kannst und natürlich meine Learnings, aus denen du dann wieder profitierst. Also es gibt immer so eine stichpunktartige Bullet-Point-Liste, wo meine Learnings stehen. Das bekommst du per Mail monatlich zugeschickt zu dem Foto, was du per Post bekommen hast oder eben in derselben Mail findest. Du findest dann in der Regel die RAW-Dateien als Download. Also wenn das jetzt eine aktuelle RAW-Datei von mir ist, dann ist es in der Regel im ORF-Format, also im Olympus RAW-File-Format. Aber ich konvertiere es auch immer noch für die, die das Format nicht auslesen können, in DNG. Und du bekommst auch das JPEG zum Download und das PDF natürlich sowieso. In dieser Mail stehen manchmal auch noch so ein paar Dinge drin. Dann gibt es manchmal zusätzlich noch ein Video, weil ich vor Ort, als ich das Foto gemacht habe, schon was aufgezeichnet habe, weil mir klar war, es wird eins für Am Foto gelernt. Manchmal sind es aber auch Bearbeitungsvideos oder so etwas. Es gab in der Vergangenheit auch mal eine Bildbesprechung nur für Am Foto gelernt Kunden. Oder ich habe euch aufgefordert, mir die Bilder zu schicken und habe euch dann direktes Feedback per Mail geschickt. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Das sind so die freiwilligen Leistungen drumherum. Sicher ist Bild, digital oder auf Papier. PDF mit allen Informationen zum Foto, Download-Links zu den unterschiedlichen Bildformaten des Fotos, Audio, Tonspur, Audiocast kannst du hören auf dem Smartphone, aber eben auch am Rechner oder auf allem, was MP3 oder FLAC abspielt. Ich konvertiere das in der Regel in beide Formate und versende den Link. Das ist das, was dir garantiert zusteht. Und dann kannst du 12 Monate lang quasi jeden Monat was anderes machen. Und manchmal gab es auch Fotos, die ich versandt habe, die hatten mit dem Thema, was augenscheinlich drauf zu sehen ist, erstmal gar nichts zu tun. Ich habe in diesem Jahr zum Beispiel ein Porträt von einem Löwen aus Namibia aus 2014 verschickt und habe erklärt, warum von 2000 Bildern, die ich etwa von diesem Löwenkopf hatte, nur noch 5 da sind und wie ich auf die Auswahl von 5 gekommen bin und was ich dir empfehlen würde, damit du auch nicht von einem Motiv 2000 abspeicherst, sondern oder früher gesagt 200 oder 20, sondern wie du das verfeinerst, so dass du nach Möglichkeit nur noch Relevantes im Archiv hast. Also wir machen unterschiedliche Dinge, in der Regel eben fotografische Themen, die du direkt auf der Straße, also beim Fotografieren umsetzen kannst, aber durchaus auch mal was, was dir sonst bei der Organisation deiner Bilder hilft.
Am Foto gelernt kostet dich in der normalen Variante, also mit Bilderversand, monatlich 180 Euro. Wenn du in der Schweiz oder in der EU, in sonstigen EU-Ländern wohnst, 216 Euro. Das ist dem geschuldet, dass der Versand dahin teurer ist. Deswegen kostet es dorthin ein bisschen mehr. Und die Light-Variante, wo du eben gar keine Post von mir bekommst, sondern nur E-Mail, also digitale Post, die kostet 130 Euro. Und da würde ich mich mega freuen, wenn der ein oder andere von euch da 2020 mitmachen würde. Es gibt zusätzlich noch immer eine interne Facebook-Gruppe. Da ist mal mehr los, mal weniger. Oft ist am Anfang des Jahres sehr viel los, dann zu einzelnen Themen. Das hängt ja auch so ein bisschen davon ab. Erstens sind nie alle Mitglied in dieser Facebook-Gruppe. Zweitens nicht jedem, für jeden ist jedes Genre geeignet. Aber meine Empfehlung ist, probiere alles, was ich dir sage, aus, denn alles davon bringt dich weiter und hilft dir auch bei deiner Art der Fotografie. Es würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere mitmachen würde, 2020 bei Am Foto gelernt. Jetzt gibt es die Folge aus dem November 2017 zu sehen. Im Prinzip blende ich dir das Bild ein mit ein paar Details und gleichzeitig die Audiospur. Und dann sehen wir uns hier gleich nochmal kurz wieder. Ja, in den letzten Tagen solltest du dein Am Foto gelernt für den November 2017 bekommen haben. Ich bin echt baff, es ist November. Als ich vor ungefähr einem Jahr die Idee dazu hatte, habe ich nicht gedacht, dass das Jahr so schnell vorbeigehen würde und vor allem es so eine Vielfalt an Bildern geben wird. Und das Foto, was du diesmal bekommen hast, ist aus der Toskana. Das Foto von diesem Monat ist quasi eine Kombination aus vielem, was wir die letzten Monate gemeinsam miteinander besprochen und auch erarbeitet haben. Es handelt sich um ein Panorama, gleichzeitig um ein Landschaftsfoto nochmal. Ich habe viele andere Fotos in der Pipeline gehabt für diesen Monat und habe mich dann am Ende kurzfristig doch für dieses Landschaftsfoto entschieden, aus einem einfachen Grund, weil es etwas behandelt, was ich für Fotos absolut wichtig finde. Und das, was es behandelt, ist das Thema Minimalismus. Für die Technik-Nerds da draußen als erstes mal, wie ist das Foto gemacht? Das Foto ist gemacht mit einer Olympus OMD EM 10 Mark II und mit dem 40-150 Pro Objektiv. Das Ganze bei 40 mm und das auch noch im High-Res-Modus. Das ist dieser hochauflösende Modus, den die Olympus OMD seit langem bieten und der jetzt auch in der Sony Alpha 7R III Einzug hält. Ihr habt bestimmt davon gelesen. Das heißt, ihr könnt hochauflösende Bilder erzeugen von statischen Motiven, indem der Sensor geschiftet wird. Und das ist bei Olympus schon lange der Fall und so habe ich das auch gemacht. Das heißt, jedes einzelne Bild hat eine Auflösung von 6120 Pixel mal 8160 Pixel. Also schon mal wahnsinnig viel Bildinformation. Und zusammengefügt wurden 1, 2, 3, 4, 5 Fotos zu diesem Panorama. Wie ist es zu dem Panorama gekommen? Ich habe das Bild natürlich im Vorfeld der Reise häufig gesehen gehabt, weil ich mich mit der Toskana und der Fotografie in der Toskana vorher natürlich beschäftigt habe. Gleichzeitig hatte mein verantwortlicher Dozent, der die Reise geleitet hat, der Hans Altenkirch, ein sehr ähnliches Foto schon von der Location gemacht. Und wir waren nachmittags an der Location und der Hans forderte jeden auf, mal einmal loszulaufen und einen Standort für sich und für seine Fotografie zum Abendlicht hin zu suchen, empfahl auch den Standort, an dem dieses Foto entstanden ist. Da ging aber offensichtlich niemand hin oder es hat niemand so ganz genau verstanden, wie man da hinkommt, weil es war eigentlich ganz einfach, die Straße runter und dann am Feldrand entlang ein Stückchen rein in den Acker. Daraufhin hielten einige der Reiseteilnehmer das wohl für ungeeignet, das Motiv, obwohl das auch von der Straße einen sehr guten Winkel gab. Da standen nämlich diese beiden kleinen Zypressenhaine dichter optisch beieinander, aber ich war nachher ziemlich alleine an dieser Stelle. Dann haben wir zwei Workshops gemacht zur Panoramafotografie und zur Filterfotografie und dann anschließend bei bestem Licht sind wir halt nochmal losgezogen. Ich eben auf diese Ecke, da standen wie gesagt so zwei, drei weitere Teilnehmer ein Stückchen weiter noch zum Feldrand hin und ich habe mir das Ganze angeguckt. Ich hatte mit Hans auch nochmal gesprochen, weil die anderen zurückkommen und sagten, nee, ist da nicht so dolle. Und ich sagte, nur damit ich jetzt nicht das total verdaddel hier, du betreust ja alle, die hier bleiben. Meinst du, das macht trotzdem Sinn, da hinzugehen? Er sagte, auf alle Fälle, das ist die beste Stelle für die beiden kleinen Zypressenhaine. Mach das ruhig, denn das wird dir auf alle Fälle gefallen. Also bin ich dorthin gegangen, habe den Rat befolgt, also die Straße runter. Dann gab es so einen, entschuldigt bitte, dann gab es so einen relativ heftigen Absatz zu einem kleinen Wäldchen. Da ging es wirklich viele Meter runter. Ich habe da auch ein paar Wildschweine aufgeschreckt, während ich da am Feldrand entlang lief und schaute mir die Szenerie so an.
Und was mir sofort gefiel, war dieser Schattenwurf auf dieser hügeligen, gepflügten Toskana-Landschaft. Die Felder um diese Jahreszeit alle abgeerntet und gepflügt. Vieles dieser Toskana-Erde ist sehr, sehr grob. Ihr seht das hier auch im Vordergrund des Bildes, was ich euch geschickt habe. Unfassbar grobe Klötze, die da gepflügt werden und auch unglaublich schmutzig und schlecht zu laufen. Aber diese Struktur sorgt natürlich dafür, dass ihr Mikrokontraste habt. Und die sorgt dafür, dass es nicht nur sanfte Hügel sind, über die das Licht fällt, sondern zusätzlich eben auch noch viele kleine Brocken an Erde, wo das Licht nochmal gebrochen wird. So, dann habe ich mich dorthin positioniert, habe das 40-150 drauf gemacht, weil diese beiden Zypressenhaine sehr weit weg waren. Und ja, habe auf ganz gutes Licht gewartet, habe ein paar Panoramen geschossen, habe mich auch an meine eigenen Maßgaben, die ich euch schon mal mit der Panorama-Folge vermittelt habe, erinnert und habe gedacht, okay, Panoramaschießen sollte jetzt Gebot der Stunde sein. Dazu habe ich meinen Stativkopf optimal ausnivelliert und habe dann die Kamera einfach in der Achse gedreht. Neutralpunktadapter nicht notwendig, weil der Vordergrund hier sicherlich schon so 20 bis 30 Meter weg ist. Also das, was ihr als Vordergrund seht, ist schon relativ weit von der Kamera Objektivöffnung weg, also von der Frontlinse weg, und damit ist kein Problem, das aus der Hand zu drehen. Das Licht wurde dann immer besser und mir gefiel diese minimalistische Anordnung dieser beiden Zypressenhaine. Mir gefiel der Schattenwurf des linken Zypressenhaims auf dem Hügel. Und es war natürlich noch ein bisschen was Sonstiges am Horizont zu sehen. Das seht ihr auch, wenn ihr das Vorher-Nachher-Bild euch anguckt. Da sind ein paar Kleinigkeiten weggestempelt worden von mir, weil ich eben die Kombination aus dem Hauptmotiv und dem Nebenmotiv sehr schön fand. Die, finde ich, harmonieren sehr gut miteinander. Ich habe das Bild natürlich an den Rändern noch ein bisschen beschnitten nach unten, sodass wir nicht so viel Acker im Vordergrund mit so sehr groben Erdbrocken hatten. Ja, und dann einfach aufs gute Licht gewartet. Es ist ohne Filter fotografiert, ohne irgendwelche optischen Mittelchen, sondern rein aus der Kamera so und dann in Lightroom optimiert. Ich würde euch dringend auffordern, euch nach minimalistischen Motiven umzuschauen, denn machen wir uns nichts vor. Es ist häufig sehr ätzend, wenn ihr unglaublich viel im Bild habt, was ablenkt. Ja? Also wenn ihr neben dem Hauptmotiv noch 38 weitere Nebenmotive im Hintergrund habt, die vielleicht gar keine echten Motive sind. Oder aber wenn ihr Strukturen im Hintergrund habt, Farben oder Ähnliches, das ablenkt. Ihr kennt es, das sogenannte rote Jackenphänomen. Ich glaube, das Wort habe ich mal erfunden. Wann immer ihr Streetfotografie macht, auf alle Fälle ist jemand mit einer roten Jacke irgendwo im Hintergrund. Das eben beachten, das lenkt vom Hauptmotiv ab und sorgt dafür, dass der Betrachter eben sich nicht mit dem Motiv beschäftigt. Insofern würde ich euch dringend empfehlen, euch auf minimalistische Motive zu konzentrieren. Dabei kann euch in der Landschaftsfotografie das Teleobjektiv helfen, denn je mehr ihr verdichtet, desto weniger des Hintergrundes ist natürlich drauf. Je enger der Bildwinkel, desto weniger kommt vom Hintergrund drauf, und das sorgt natürlich dafür, dass ihr dann einen ruhigeren Hintergrund habt. Man hätte auch noch ein bisschen höher stehen können als mein Standort. Das hätte den Vorteil gehabt, dass der rechte Zypressenhain mehr im Bild gewesen wäre und nicht nur so über den Hügel rüberguckt. Hat aber den Nachteil gehabt, dass am Horizont eine weitere Bergkette zu sehen war, die dann eine weitere Ebene nach hinten warf. Das wollte ich hier ganz absichtlich vermeiden, weil es mir eben auf diesen Minimalismus drauf ankam. Und jeder hat irgendwo ein Feld, wo ein einzelner Baum draufsteht, oder ihr könnt das auch auf viele andere Arten der Fotografie anwenden, natürlich auf die Makrofotografie, aber auch auf die Streetfotografie. Sucht euch einen Rahmen, wo nichts los ist, und dann wartet, bis jemand durchläuft und so weiter und so weiter. Also das ist etwas, was ich sehr gern mag. Ich mag es, wenn es aufgeräumt ist, wenn es ruhig ist, wenn möglichst wenig zu sehen ist, aber das, was zu sehen ist, ist ganz eindeutig zu erkennen und als Motiv wahrzunehmen. Das wäre so mein Learning für euch für diesmal. Ich habe mich da, ehrlich gesagt, großartig gefühlt, als das Bild im Kasten war, als ich das am nächsten Morgen gesehen habe. Ich habe gesagt, okay, ich glaube, das ist das beste Foto, was ich bisher auf der Reise gemacht habe. Und es war der dritte Tag, glaube ich. Und das, obwohl ich ziemlich angeschlagen war aufgrund von Erkältung und so und heftigste Penicillin einwarf, fühlte ich mich trotzdem sehr, sehr gut bei dem Foto. Und finde es ein bisschen schade, dass es nicht alle so gemacht haben. Die Rest der Gruppe hat dann einzelne Bäume auf so Berghängen und Hügelketten fotografiert, was auch sehr schön war. Aber das war eben das klassische Motiv, und ein weiteres Learning für mich war, mal auf jemanden hören, der Erfahrung damit hat.
Ja, also wenn ich nicht bei Hans nochmal nachgefragt hätte und er mich nochmal darin bestärkt hätte und gesagt hätte, doch, mach das, glaub mir, das ist hier die beste Möglichkeit, ein Foto zu machen. Und da standen genug darum, die das auch gehört haben und dann so hätten wahrnehmen können, die aber nicht auf ihn hören wollten, weil sie irgendwie glaubten, das ist nicht so. Auf jemanden, der Erfahrung hat, zu hören, ist oft eine wirklich gute Sache, weil, ja, der ist eben vor Ort schon vielleicht einmal oder mehrfach gewesen und hat Erfahrungen gesammelt und hat das Motiv schon gut fotografiert und kann euch eben in diesem Falle ganz klar sagen, Achtung, das lohnt sich wirklich und das ist nicht nur irgendwie ein Fake. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem aktuellen Foto, ganz viel Spaß in der Landschaftsfotografie. Gerade auch jetzt zum Herbst und Winter hin kann man das sehr schön machen. Der Schnee im Winter bedeckt viele Dinge, die sonst stark ablenken würden. In diesem Sinne, bleibt dran an dem Thema, auch im Winterhalbjahr. Ich wünsche euch damit ganz, ganz viel Spaß. Ich freue mich auf den Dezember und ich freue mich dann auf jeden von euch, den ich ab Januar auch hier wieder mit begrüßen darf. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wie immer schön dran denken. Wir hören uns wieder. Es gab in dieser Folge von Am Foto gelernt auch noch einen Videoschnipsel, den alle Am Foto gelernt Teilnehmer bekommen haben. Also wo ich per Video was zu dem entstandenen Panorama erklärt habe. Den siehst du jetzt noch. Das ist wie gesagt optional. Es gibt nicht jeden Monat ein Video. In der Regel so dreimal im Jahr. Das heißt, bei einem Viertel der Themen gibt es auch irgendwie was an Videomaterial dazu. Aber das mache ich einfach als Add-on, einfach um dir dann noch eine größere Hilfe bei dem einen oder anderen Thema zu geben. Das ist nichts, was du quasi mit bezahlst, sondern was als freiwillige Leistung hier aus dem Office mit passiert. Moin Moin, herzlich willkommen am Foto gelernt. Dieses Mal ja nochmal mit einem Landschaftsfoto, mit Licht im Rücken der Kamera. Eigentlich eine nicht so geeignete Lichtrichtung, aber ihr seht es hier in der Toskana im Vordergrund auf diesem seichten Hügel einen schönen Schattenwurf. Es tut mir leid, ich bin tierisch heiß, weil ich erkältet bin. Und schön auch einen Schattenwurf hier von den Zypressen, da hier oben nach ein bisschen links außen. Ja, das sieht doch unglaublich gut aus. Ich würde euch ermutigen, guckt auch nach dieser Lichtrichtung. Das ist nicht die beste Lichtrichtung, die man wählen kann. Aber wenn die Sonne schön tief steht im Herbst und ihr im Vordergrund einen hügeligen Vordergrund habt, der viele Strukturen beinhaltet, viele Texturen, dann könnte das genau die richtige Wahl sein. So, jetzt schauen wir uns die Bildbearbeitung von diesem Motiv noch gemeinsam hier an. So, das Erste, was ihr macht, ist hier unten eure Einzelbilder auswählen. Dann geht ihr hier auf Zusammenfügen von Fotos, Panorama. Das kennen die meisten von euch sicherlich noch aus der Panorama-Folge. Und jetzt wird die Vorschau errechnet. Jetzt werdet ihr gleich feststellen, oh ja, das wird jetzt hier eine ganze Zeit dauern, denn das sind eben sehr hochauflösende Dateien. Und während die Vorschau noch ganz flott von der Hand geht, das haben wir jetzt gleich, ist nach dem Drücken auf Zusammenfügen wirklich, wirklich Wartezeit angesagt. Denn das MacBook hatte gut damit zu tun, diese Dateien, die ja alle irgendwas bei 65 Megapixel groß sind, und davon haben wir 5 Stück, jetzt miteinander zu verrechnen. Ich gucke mal nicht auf die Uhr, aber das ist eben nichts, was mal eben so nebenbei und schnell gemacht wird, sondern das dauert jetzt halt einen kleinen Moment, bis es soweit ist. So, guck mal da, jetzt ist das Panorama erstellt. Wollen wir hier mal einmal rüber. Also, da ist das gute Stück. Ihr seht es schon, der Mac, der ist jetzt nicht gerade hellauf begeistert davon, dass wir hier hin und her schalten, weil der wirklich an der Grenze dessen ist, was er so wirklich mag. Aber ihr seht es, hier ist das Panorama, das Ausgangsmaterial, so wie es ausgesehen hat. Als Erstes heben wir mal die Tiefen ein bisschen an. So, und dann habe ich es noch ein bisschen beschnitten, das habt ihr auch schon gesehen. Und zwar, wenn ich mich nicht total täusche, hier auf einen 4:1 Format. Das hat, warte mal, jetzt wahrscheinlich ist es ein 1:3 gewesen. Mal hier ganz kurz gucken. So. Das hat den großen Vorteil, dass es nicht so ein ganz breiter Lappen ist. Also, ihr könnt es natürlich unfassbar breit ziehen, aber machen wir uns nichts vor, das hilft dem Bild oft nicht. So, und dann seht ihr, hier stand so ein einzelner Baum zum Beispiel. Da habe ich einfach mal mit dem Lightroom-Pinsel hier den Baum entfernt. Das sind so Kleinigkeiten, die Lightroom ganz gut kann. Da seht ihr schon, das ist nicht so richtig gelungen. Den mal löschen und noch mal ein bisschen größer machen. So.
Jetzt rechnet es hier wieder einen Moment. So, dann wollen wir schauen, ob wir da noch mehr haben. Hier, glaube ich, ist an der Seite auch noch so ein ganz kleines bisschen Strauch gewesen. Da seht ihr schon, zack. Und dann habe ich so ein bisschen hier halt den Horizont aufgeräumt, bis das einigermaßen so aussah, wie es mir gefiel. Dann hatte ich hier gesehen, hier gab es so eine Wurzel oder irgend so etwas im Vordergrund, die mir nicht besonders gut gefiel. Die habe ich hier einmal weggenommen. Und solche Dinge, gerade da, wo es ein bisschen, ich nenne es mal, Strukturen hat oder sehr gerade Kanten. Beides ist denkbar. Das kann Lightroom ganz gut. Ich habe dann hier einen Verlaufsfilter noch reingezogen. Hier in diesen Vordergrund und habe den hier noch ein bisschen wärmere Farbe mitgegeben. So, ein bisschen aufgehellt, so dass da ein bisschen Licht drauf fiel. Und dann habe ich dem ganzen Bild ein bisschen an Dynamik mitgegeben und ein kleines bisschen Klarheit, nicht zu viel. Und habe im HSL, in der Luminanz, hier noch den Himmel runterreguliert. Und dann war es das auch so ziemlich. Auch da könnt ihr wieder sehen, wenn das Ausgangsmaterial ganz gut ist, dann kann man relativ leicht was Tolles aus dem finalen Bildergebnis machen. Ich denke, jetzt hast du so ein ganz gutes Gefühl bekommen, wie das bei einem Foto gelernt läuft, wie das funktioniert und was dich so erwarten wird. Wie gesagt, mich würde es sehr freuen, wenn du auch mitmachen würdest 2020 und mit mir gemeinsam deine Fotografie auf ein neues Level heben wollen würdest. Das wäre mega und ich bin ganz, ganz zuversichtlich, dass dir das gelingen wird mit meiner Hilfe. Ich blende dir jetzt nochmal, und das wird ganz witzig, alle Fotos ein, die bisher in den letzten 3 Jahren bei Amfoto gelernt, von mir erklärt, besprochen, ergänzt, vermittelt worden sind. Dann bekommst du vielleicht eine ganz gute Idee davon, wieso der Querschnitt ist. Learning für euch, wenn ihr irgendwo steht und guckt in eine bestimmte Richtung und ihr seid festgefahren auf ein Motiv und auch auf ein Event vielleicht, in dem Fall hier war es Sonnenuntergang, direkt Touchdown über dem Meer, guckt nochmal schnell rechts und links, vielleicht findet ihr was Besseres. Und die Idee, das Bild zu machen, resultierte eigentlich daraus, dass ich am 13. Oktober schon einen Anlauf genommen hatte, so ein ähnliches Foto zu machen. Da war nur noch ein bisschen mehr los auf der Straße. Ihr findet das wie immer im Begleitmaterial zu dieser Folge. Da gab es quasi den ersten Versuch und jetzt ist es nicht genau dieselbe Pfütze, aber an einer sehr ähnlichen Stelle. Und die Pfütze ist halt auch ein bisschen anders ausgeformt, weil ein unterschiedlicher Wasserstand quasi auf der Straße ist. Jetzt hätte ich noch einen Aufruf an alle, und zwar einen kleinen Mitmachaufruf. Das würde dann die nächste Folge quasi zu Beginn noch ein kleines bisschen interaktiver machen. Und zwar, ich stelle euch ja das RAW-Format zur Verfügung. Und wenn ihr da Lust drauf habt, dann könnt ihr mir gerne eure Bearbeitung des RAWs zurückschicken. Ja? Also ihr bearbeitet mein RAW und schickt mir das zurück. Und zwar an die Mailadresse. Weiteres Learning für mich ist, der Live-Composite-Modus immer wieder cool, den kann man immer wieder cool einsetzen, aber mit etwas Aufwand ist das für euch auch in Photoshop nachstellbar, also für die, die kein Live-Composite haben, kein Problem. Ich finde auf meinem Foto, für mich ist das zumindest so der Eindruck, dass in diesem Fall mehr Lichtspuren mehr sind. Man sagt ja häufig, weniger ist mehr. In diesem Fall ist es für mich, mehr Lichtspuren sind mehr. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich würde mich in keinem Fall an eurer Stelle von den Menschenmassen, die da so rum sind, verrückt machen lassen. Ja? Dazu braucht man nicht meditieren, dazu muss man einfach nur dreimal durchatmen. Wenn man sozusagen sein Foto machen möchte, dann macht man sein Foto. Was ist unter anderem mein Learning aus dieser ganzen Geschichte? Mein Learning aus dieser Geschichte ist, auch wenn du denkst, du hast das optimale Foto am optimalen Standpunkt schon gemacht, gehe wieder hin. So, dass der Hintergrund eher zu dunkel belichtet war und dann von vorne Licht draufgegeben. Dadurch, dass das Blitzlicht in den Hintergrund fällt, also quasi in die Luft am Motiv vorbei, und wenn das dann hochfrontal über der Kamera geblitzt wird, habt ihr auch kaum Schattenwurf durch das Blitzlicht von vorne. Deswegen muss man im Nodalpunkt drehen. Und dieser Nodalpunkt ist sehr unterschiedlich, je nachdem, welches Objektiv ihr benutzt, welche Kamera und welche Brennweite. Und insofern braucht man eben für seine Objektive und seine Kameras am Ende Listen, wo man weiß, wo ist der Nodalpunkt, um eben in genau diesem Punkt drehen zu können. Meistens liegt er, wenn ihr euch gar nicht traut, dann legt die Kamera irgendwo ab, stellt sie irgendwo hin oder weiß der Geist, dann löst sie von der Ferne aus. Also zum Beispiel, wenn ihre Kamera WLAN hat und eine App, dann löst ihr die App aus. Ihr seht ja auf dem Display, was da gerade so vorbeikommt und wie es in eurem Bildausschnitt aussieht. Dann nutzt ihr halt das. Das kann man auch sehr schön machen, finde ich. Wie gesagt, aus der Hüfte, und so ein Klappdisplay hilft ohne jeden Zweifel. Die Kamera so ein bisschen vorm Bauch halten, als würde man hinten in den Bildern brausen. Das sorgt natürlich sofort dafür, dass ihr... Dann füllst du das Glas mit
Flüssigkeit. Wie hoch? Nicht zu hoch, weil jedes Stückchen Flüssigkeit oben im Glaskelch ist dynamische Masse, die gleich in Bewegung gerät und dafür sorgt, dass vielleicht der Stiel abbricht. Also nicht zu hoch, auch nicht nur ein Tropfen rein, dann splasht es oben nicht raus, aber ich sag mal, bei einem großen kelchigen Glas würde ich davon ausgehen, brauchst du ungefähr ein Viertel bis ein Drittel Flüssigkeit drin. Mir war aber vor Ort schon klar, dass dieser sehr einheitliche Himmel natürlich ein Himmel ist, den man sehr einfach austauschen kann. Und ich habe gedacht, okay, es wird jetzt einfach mal ein Foto gemacht, was einigermaßen sauber ausgerichtet ist und was soweit ganz gut aussieht, was ich mir hinterher auch in Schwarz-Weiß vielleicht ganz gut vorstellen kann. Und dann gucken wir mal, was hinterher noch am Himmel geht. So, jetzt habe ich gesagt, es soll nicht primär um das Retusche-Thema gehen, genauso ist es, sondern ich möchte euch natürlich wieder einen Teil Learnings mit auf den Weg geben. Und da wollen wir jetzt mal drauf gucken, was sind für euch die Lerneffekte an so einem Projekt und so einem Foto. Zum einen ist es so, verlasse dich auch auf das Team. Wenn das Team aus zwei besteht, nämlich aus dem Model und dir, ist das auch ein Team, ein kleines Team. Aber dann sprich miteinander. Also versucht, wenn ihr Bildideen habt, gemeinsam zu überlegen, wie kommt ihr zu der bestmöglichen Lösung. Ich denke, du hast einen guten Überblick darüber bekommen, was wir so in den letzten Jahren gemacht haben. Da ist bestimmt das eine oder andere für dich dabei, wo du dich fragst, okay, was sind die Erkenntnisse, die Frank aus diesem Foto gezogen hat und was kann ich für meine Fotografie daraus generieren? Das hast du jetzt dummerweise verpasst, weil die Jahre um sind. Nichtsdestotrotz, neues Jahr, neues Glück, 2020 kommt. Ich würde mich mega freuen, wenn du dabei wärst bei Am Foto gelernt. Wie gesagt, unter diesem Video findest du den Link und in der Infokarte, die oben, lass mich kurz überlegen, rechts in diesem Video eingeblendet ist, auch. Super gerne draufklicken, informieren und wenn du Fragen hast, schick uns eine Mail an info@ff-fotoschule.de oder aber du wählst die Nummer auf der Webseite per Telefon an, dann helfen wir dir super gern weiter, beraten dich dazu. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, viel Spaß beim Fotografieren und ich hoffe, wir sehen uns 2020 oder sollte ich besser sagen, wir hören uns mindestens 12 Mal wieder. Mach's gut und bis dann.